Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Gleich sind wir zurück auf der Map der 7. Staffel, dann zur Folge Nummer 44. Aber vorab, Freunde, ich muss euch sagen, ich werde hier nochmal verrückt. Ich werde hier kirre. Ich finde einfach nicht das Gebäude, was wir uns letztens im Stream innerhalb der 7. Staffel angeschaut hatten, dazu mal aus der 1. Staffel. Ihr wisst es vielleicht noch, eines der ganz alten Videos von unserem Kanal haben wir kurz reingesappt, weil es dann ein Silo, Getreide, Gebäude gab, wo ich sage, ich find's nett. Und viele von euch haben schon viele Vorschläge auch reingepostet. Vielen lieben Dank dafür, Reinhold und noch viele andere. Aber es ist nicht das, was ich suche. Und ich brauch's nicht mal mehr zwingend. Aber der Schweinehund sagt, Checo, such's. Ich will's jetzt sehen, ich will's jetzt haben. Also müssen wir tatsächlich, bevor wir hier mal heute reinstarten, nochmal kurz gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Und ich komme nicht drum rum, als dass wir nochmal ein altes Safe-Game der damaligen guten alten 1. Staffel reinladen, was schon mehr als 3 Jahre alt ist. Beziehungsweise vorab würde ich gerade nochmal einfach in der Modliste stöbern hier, ob wir noch irgendwas finden. Wir könnten nach Getreide suchen, aber da finden wir nur das auch schon schöne Gebäude von der lieben Siri, was wir auch jetzt schon verbaut haben. Und ein paar Getreidewagen, that's it. Wir könnten noch Grain irgendwie eingeben, da kommt gar nichts. Wir könnten Silo eingeben. Da kommt auch noch wieder Siris Gebäude. Wir könnten Korn oder Kornspeicher eingeben. Auch das, nee. Also, es hilft nichts. Die aktiviere ich gerade mal. Wie viel deaktiviere ich gleich mal? Wie viele Mods hatten wir überhaupt? Um die 510. Okay. Die beiden deaktiviere ich mal. Und dann laden wir tatsächlich das Game rein. Vielleicht irre ich mich ja komplett irgendwie. Und tatsächlich das Gebäude, was wir gleich sehen, ist das, was ich jetzt schon in der 7. Staffel ja verbaut habe. Das Gute von der Siri, aber ich glaube nicht dran. Und einige von euch haben noch gesagt, es ist im Expansion Pack drin. Hätte ich aber auch geguckt, denke ich mir. Also wir schauen jetzt mal schnell. Moment, uno, momento. So, Freunde, da sind wir. Und wie lange waren wir mal schon wieder nicht mehr hier auf dieser Map? Das ist schon eine Ewigkeit her. Jetzt muss er sich erstmal reinladen. Wir sollten der Map zu Ehren eine solide Kamerafahrt bis rüber zum Güterbahnhof machen. Ich probiere mal gerade einfach eine zu organisieren. Das machen wir. Das geben wir uns, auch wenn es ruckeln wird, verdammte Axt. Also, come on, probieren wir es einfach mal. Mann, Freunde, da schwebe ich gleich in Erinnerung, in nostalgischen Erinnerungen sozusagen. Und das, was wir hier jetzt gerade sehen bei der Kamerafahrt, ist tatsächlich auch wirklich nur ein Auszug von dieser Map. Die ist wesentlich größer. Wir fliegen einfach nur mal gerade schnurstracks auf unseren, ja, Güterumschlag, Güterbahnhof zu, den wir hier damals gebaut haben. Und ich weiß es noch, als ob es heute wäre, Freunde. Ich habe damals einen Hans Dampf geschaut und dachte mir so, was sorgt der Kollege da? Was ist das? Trailer, ich weiß gar nicht, Transport Fever 1 muss das schon gewesen sein. Und denk so, boah, geil, okay, das muss ich mir auch ziehen. Aber ich hatte zu der Zeit nicht mal einen Laptop oder einen Gaming-PC, Gaming-Laptop. Ich hatte nur meinen Business-Laptop, damit konnte ich nichts spielen. Also bin ich erstmal in den Laden gerannt, habe mir einen Gaming-Laptop geholt, um dann Transport Fever 1 klar zu machen, um dann erstmal regulär ein bisschen zu spielen und um dann mich wirklich vom lieben Hans begeistern zu lassen und irgendwie in den Schönbau einzusteigen. Dass ich da für mich natürlich auch meine ganz eigene Art entwickelt habe, ist klar, als es der liebe Hans hat, aber ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier so raufschaue, ganz am Anfang, da stand der Hans und hat das so ein bisschen eingeläutet hier für mich auf YouTube. Und dann kam es, dass ich drauf hängen geblieben bin und angefangen habe, selber Videos zu machen. So, also wie gesagt, es ruckelt hier alles ein bisschen und ist nur ein kleiner Teilauszug. Und ja, wir sind jetzt aber schon recht nah an unserem ominösen Güterbahnhof hier. Fliegen noch hinweg über diese Containerterminals. Ach, waren es Zeiten. Und komm, da hinten, da kommt der ins Bild, Freunde. Das ist ein anderer Kornspeicher als den, den wir bisher schon haben. Und ja, Schweinehund, ich will ihn jetzt einfach haben. Auch wenn wir nicht zwingend brauchen. Und das ist 100 Pro Asset Expansion oder wie auch immer die Mod heißen mag. Genau um dieses gute Ding, um dieses Gebäude, um diese Mod geht's. Ja, die fehlt uns. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie das Ding heißt, wenn ihr es denn doch wisst, bevor ich es jetzt selber probiere noch aufzulösen. Als alter Sherlock Holmes der Mods. Mal gucken. Und ja, anklicken geht hier nicht mal. Das bringt es nicht mal. Guck mal, die ist echt schön eigentlich, ja? Die haben wir noch schön gemacht. Habe ich hier noch irgendwas Getreidemäßiges reingesetzt in den Kipplaster? Ja, also, wie suchen wir jetzt danach? Wie suchen wir hier danach? Hier gibt es noch andere Mods, die ich drin habe als aktuell in der 7. Staffel. Grain, können wir ja auch mal gucken. Aber hier ist nichts mit Grain. Silo, da kommt auch wieder
die von Siri mit rein. Was ist denn das hier eigentlich? Was haben wir hier für eine geile Mod? Oh, interessant. Noch irgendwelche anderen Containerarten? Silotainer? What? Was ist denn das? Okay, aber hier haben wir noch das. Nee, das ist aber auch nicht das. Können wir nur die Größe ändern? Das kannten wir auch schon, das hatten wir auch schon. Hm, Korn? Dann geben wir mal Korn ein. Hier ist der. Guck mal, hier ist das Ding. Der heißt tatsächlich Kornspeicher, so wie so viele von euch schon geschrieben haben. Kornspeicher, Gebäudeasset. Wo ist der drin? Wo ist dieser Kornspeicher drin? Und wieso finde ich den nicht? Ist der bei den Asset Expansions mit dabei? Wahrscheinlich, gell? Ich kann gerade nochmal durchgucken hier. Jo, Freunde, hier ist das drin. Landmarks heißt es. Und ich glaube, das ist tatsächlich... gehört zu den Asset Expansions. Korrigiert's mich gern. Oder bin ich da falsch? Ich merke, ich kenne mich nicht mehr aus hier. So vor allem bei den guten alten Mods bin ich komplett lost. Aber hier ist der Kornspeicher auf jeden Fall drin und der ist ja nicht einzeln unterwegs. Landmarks. Hm, jetzt könnten wir gerade mal gucken, ob wir unter Landmarks was finden, wenn wir die Modliste anschauen. Nein, ich Trottel habe jetzt tatsächlich auf Laden gedrückt. Und zwar laden wir jetzt erstmal die 7. Staffel. Mann, Checko, Alter. Alter. Oh. So, nun denn, sind wir auf der Map der 7. Staffel angekommen und checken das gerade hier nochmal ab. Aber die Map wollte ich schon sagen. Die Mod habe ich definitiv nicht geladen. Die müsste sonst hier irgendwo zwischenhängen, oder? Oder übersehe ich die gerade? Ich glaube nicht. Aber wir gehen nochmal rein. Jetzt eben halt dann einfach Spiel laden in die Mods der 7. Staffel und könnten uns das ja da mehr oder weniger auch angucken. Option auswählen. Schön erstmal hier falsche Map einfach reingeladen. Landmarks, darunter findet man nichts, aber viel mehr. Asset, ja, das ist zu viel. Expen, darüber könnte man was. Schau mal. Habe ich die drin? Ich habe die sogar an. Ich werde nochmal verrückt. Wieso finde ich das nicht? Wenn ich die hier anhab, das ist nichts. Ship Expansion, auch Quatsch. Gibt es doch gar nicht. Wie kann ich das finden, Freunde? Hm. Also, das hier wird nicht. Jetzt haben wir uns damit beschäftigt. Ich komme immer noch nicht drauf. Wir können nochmal reingucken, ob ich das... Moment mal jetzt. Konzentration. Hier. Doch, Mann, hier, Landmarks, der Eiffelturm. Aber das Icon, ich schwöre euch, ich muss es mir selber im Video angucken, das Icon eben auf der Staffel 1 Karte sah anders aus, oder nicht? Oder? Oder? Und hier ist auch, guck mal, hier ist der Kornspeicher. Da haben wir das Ding. Okay. Na, wunderbar. Den gibt es auch in Small, guck mal, den ist nicht ganz so groß. Andere Farbauswahl, okay, ist aber nicht so cool. Die passt schon. Okay, Freunde, jetzt bin ich befriedigt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit bis hierher vergangen sind im zusammengeschnittenen Video. Ich kann euch sagen, ich habe 26 Minuten verballert. Gut, haben wir das Thema. Dann friemeln wir gerade mal weiter. Also wir wissen, dass er jetzt da ist. Verbauen tun wir natürlich erstmal nicht. Im letzten Video ging es darum, dass wir nochmal gesagt hatten, wir müssen unbedingt hier mal anpacken, Hand anlegen, weil das funktioniert ja so gar nicht. Wir sind jetzt schon 160 Getreideeinheiten, aber die sind wieder abnehmend. Und der liebe Space Monkey 6 und viele andere von euch haben gesagt, man kann das tatsächlich hier unten ändern. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwie, wie kann man das nicht ändern? Die Kapazität, wart ihr der Meinung, kann man ändern? Kann man aber nicht. Man kann aber die Länge der Gleise, Anzahl der Gleise, Länge der Gleise, kann man ändern. Und vielleicht steigt damit ja auch die Anzahl der Kapazität. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich das jetzt tuten würde, dann müsste ich eigentlich erstmal speichern, weil ich Angst habe, mir rauscht das Game ab. Aber da wir noch gar nichts gebaut haben, ist das alles nicht so wild. Und wir könnten vorab gerade nochmal probieren, ob wir tatsächlich, wenn wir das neu bauen würden, die gute Spitzkehre von Manu, ob wir dann die Möglichkeit hätten, verdammte Axt, hier irgendwas einzustellen hinsichtlich Kapazitäten. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das hätten wir nicht übersehen. Nee, kann man nicht. Wir können halt nur maximal Länge der Gleise einstellen und dann wird das Ding länger und hat vielleicht mehr Kapazität. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Oder vielleicht hat der liebe Space Monkey 6 das verwechselt mit
Lass gucken mit den Güterspitzkehren für den Personenverkehr. Oder noch eine Möglichkeit, checken wir auch gerade mal ab hier, er lädt rein. Oder noch eine Möglichkeit ist, dass ich eine alte Mod wieder habe und in irgendeinem Update dann doch diese Funktionalität dazugekommen ist. Länge der Gleise. Ja, Standardgleise. Na gut, also, dann machen wir Folgendes. Wir pausieren das Game und werden hier mal tatsächlich die Gleise hinter wegreißen. Haben wir hier irgendwas zu verlieren? Nee, eigentlich nur unsere Getreidelinie, die hier erstmal jetzt so irgendwie im Weg steht. Also wir reißen jetzt mal weg. Bim, bam, knick, knack, zick, zack. Dann bin ich gespannt, wenn wir das wirklich weitläufig bis hier wegreißen. Na, oh, an der Brücke, er hackt an der Brücke. Du darfst die Brücke also schon angucken. Die Brücke angucken ist schon fast zu viel. Und jetzt machen wir der Vollständigkeit halber kurz einen Measure, damit wir nicht zu viel hier machen und das Spiel abkratzen würde, weil wir zu lang verlängern. Also von hier bis hier sind es, ihr seht es unten am Messer, 535 Meter. Also wenn wir um die 500 Meter lang machen, sollte nichts passieren und es sollten keine Kollisionen entstehen. Machen wir mal so, gehen hier mal rein, konfigurieren und probieren mal zu verlängern auf entsprechend die benannten 500 Meters. Mal gucken, ob das funktioniert. Länge der Gleise, 520 geht auch noch. Was wäre die nächste Stufe? Ne, die geht nicht mehr. Und jetzt, macht er das jetzt? Ne, das macht er nämlich nicht mal. Der verlängert es nicht mehr. Du kannst die nicht verlängern. Wir können nochmal reingehen. Wie könnte ich mir aber auch sparen, das Laden nochmal? Ich könnte einfach abreißen, neu bauen und dann nochmal checken, ob der irgendwie eine höhere Kapazität bekommt. Come on! Mann, Space Monkey, was ist denn da los? Geht nicht. Also, abgerissen das Ding. Wie hieß denn das Teil? Dann können wir es gleich copy-pasten. Güterumschlag Nord, Zug Terminal 2, Copy und dann weggerissen. Ich hoffe, wir haben hier nicht irgendwie Kollisionsprobleme gleich oder so. Und dann bauen wir das Ding nochmal hin. Er braucht wieder ewig lang, um reinzuladen. Shit, und ich hätte mir noch angucken sollen, welchen Gleistyp wir verwendet haben. Kann ich das hier drüben noch machen? Auch das, sonst eier ich wieder ewig rum. Das ist heute ein bescheidenes Video, gell, Freunde? Ja, dann steigt aus, schaltet aus oder geht's mit mir durch die Hölle. Also NEP2, Low Speed, 120, 200. Ich mache mir gerade hier einen Screenshot, bis ich hier umgeschaltet habe. Habe ich es wieder vergessen? Zip. So, und dann gehe ich rüber. Geht es jetzt hier? Wir müssen es nochmal neu copy-pasten wegen dem Screenshot im Hintergrund. Der hat das aus der Zwischenablage rausgenommen. Hier jetzt wieder rein. Oh, was eine Action. Und die Uhr tickt, der Wecker läuft. Das Video wird lang. Nichts gemacht, nichts geschafft. Ich suche mal schnell das Gleis raus. So, hier ist das Ding. Den machen wir auf 2 und den machen wir auf 520 Meters. Und dann gucken wir, dass wir den hier irgendwie angeklemmt bekommen. Er snappt an, was ein Traum. Aber ist es richtig rum oder geht es andersrum oder ist es eigentlich Boogie? Es wird beides gehen. Jetzt setzen wir den mal so rum. Oberleitung, ja, auf den 20er. Den könnten wir hier natürlich noch nicht auf den 20er nehmen, Holo, sondern auf einen 50er. Macht ja Sinn. Und das wäre dann der LS 150. So, und jetzt klinken wir den hier mal hin. Knack. So, und wo macht denn der jetzt? Der Zug wird jetzt nur bis zur Mitte fahren. Kann das sein? Oder fährt er bis zum Ende? Na, wir werden sehen. Habe ich hier noch Copy-Paste drin? Dann machen wir das gleich. Das ist der 2er. Den alten hat er aber noch drin. Müssen wir die Linie gleich nochmal checken. Und dann probieren wir... Oh, wieder auf die Brücke gekommen. Ach nee, noch auf die Mod. Er lädt. So, jetzt ziehe ich hier mal erstmal irgendwie raus aus der Mod. Und dann hier mal rein. Am Anfang ist es gerade noch buggy, welche Gleise wir nehmen. Jetzt müssen wir ein bisschen rumexperimentieren. Sepp, schießen einfach mal die beiden rein. Gucken, ob sich die Linie wieder richtig gelegt hat. Natürlich nicht. Wo ist denn die Linie jetzt hin? Wo ist die Linie? Weg ist die Linie. Zug, Getreide 3 und Güterumschlag Süd. Güterumschlag hier. Kommt jetzt das Terminal rein. Das kommt raus. Und hier stellen wir das ein. Mein Freunde, der Jacko ist halt auf Zack. Aber guck mal, Spitzkehre. Ich sag jetzt schon, dass es nicht funktionieren wird irgendwie. Und wenn wir hier gerade mal gucken, kommt hier zufällig ein Zug an. Spielgeschwindigkeitsstufe 4. Und wahrscheinlich gehen wir hier rein und drehen mal die Züge einfach schon um. Ah, der ist schon auf dem Rückweg. Die Knödelpresse und der fährt noch falsch rum. Also, Avanti umdrehen, pronto. Warten auf freie Wege, bringt also nichts. Okay, lass mal erst durchfahren. Aber bis hier die Knödelpresse ankommt, die ist am A der Welt bei uns auf der Map.
Ja, die brauchen jetzt eine Weile. Und tatsächlich, ich wollte heute kein Mitfahrtsvideo machen. Ich werde wohl einen Videocut machen, gell? Damit die nicht ganz so gelangweilt sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, irgendwie so. Das wird wohl nichts werden. Ich bin jetzt schon in der Stadt mit den Spitzkernen. Das fliegt wahrscheinlich so nicht. Wir können gerade schon mal gucken, während wir hier doch Zeitraffern und ich doch keinen Videoschnitt mache, ob die LKWs Getreide jetzt anliefern und ob die Kapazität überhaupt jetzt gestiegen ist. Weil wenn das auch nicht der Fall ist, dann bringt das ja... Sag mal, hier habe ich ganz falsch gemacht. Wieso... Zu blöd zum Scheißen, ja? Unglaublich. Ja, macht nichts. Ich hab's ja noch gesehen. Ich hab's noch gesehen. Alle schon ganz hektisch am Bildschirm. Jacko! So, den jetzt hingebaut hier. 520 Überleitungen, ja. Haben wir noch einen Gleistyp drin? Da ist noch der drin, der davor gewählt war, gell? So, also jetzt hier. Play. Nee, ist ein falscher Gleistyp. Celavi macht nichts. Gucken. Check. Das liegt an. Und dann lassen wir nochmal ein paar Getreide-LKWs antanzen. Und gucken mal, wenn die jetzt abladen, wie sich das Ganze verhält. Und wenn man Getreide-LKW braucht, dann kommt auch wieder keiner. Hier kommen welche. Sind die voll? Ne, Maschine. Alles Maschine. Nichts Getreide. Hier kommt Getreide. Ah, der ist voll. Ja, bin ich gespannt. Werden wir gleich sehen. So, lassen wir die LKWs mal hier fix ranfahren. Und schauen uns das mal an. Ja, wenn es mal schnell gehen muss. Und wenn es mal passen soll. Und wenn es funktionieren darf. Dann geht irgendwie wieder gar nichts, gell? So, der erste LKW, vielleicht erkennt ihr es, der entlädt gerade. Da kommt der zweite und der dritte Getreide-LKW. Ja, da wird jetzt gleich ein bisschen was rumliegen. Und das muss ja dann hier drauf irgendwo sein. Hupp. Jetzt ist der nicht mehr angebunden. Freunde, jetzt ist der nicht mehr angebunden. Wir pausieren das Game nochmal. Wir brauchen einen Straßenanschluss. Ach, also eigentlich ist immer noch kein Zug da. Wobei es auch Boogie wäre. Also Checko ist durch den Wind. Er ist durch den Wind. So, Straßenanbindung. Ja, bitte. Dann können wir auch gerade mal den richtigen Gleistyp gefühlt reinladen. Die Mühe dürfen wir uns machen. So, jetzt passt sie aber endgültig. Manometer. Okay, und ich glaube, es ist leicht zu erkennen, sobald hier eine längere Spitzkehre gewählt wird, passt hier einfach auch mehr rauf an Getreide. Normalerweise hat er so schon vorhin gemeckert gehabt. Bei 35 Einheiten ging das ganze Theater schon los. Der ging zwar noch hoch auf 160 Einheiten, was wir noch gesehen hatten vorhin. Aber das war's. Und diese Spitzkehre, Güterspitzkehre, macht dahingehend ja kein Problem, weil hier wirklich nur die Maschinen abgeladen werden. Hier wird nicht aufgeladen. Von daher ist das alles nicht so tragisch. Aber hier ist das schon ein Problem. So, jetzt kommen die LKWs alle ohne Getreide noch an. Die Flitzpiepen. Guck mal, der sieht auch echt schön aus. Mit den Maschinen drauf. Finde ich schon sehr geil. Ich mag die offenen LKWs, wo hinten die Waren oder was man halt auch immer für Logistik gut drauf hat. Wenn man die sieht, finde ich schon nice. Mai, kommen hier nur leere LKWs an? Gibt's doch gar nicht. Die sind alle leer. Warum das? Gibt's hier hinten Probleme? Ich meine, wir haben das alles noch nicht kalibriert, eingestellt, justiert, aber eigentlich sollte das alles in die richtige Richtung gehen. Naja, es geht langsam voran, gell? Es geht langsam voran. Wie viel haben wir hier? Ja, ist nicht gerade viel. Oh, ist nicht gerade viel, was hier los ist. Das stockt noch ein bisschen. Vielleicht aber auch bedingt dessen, weil wir eben nochmal die Logistik und Lieferkette rausgekürzt haben. Unterbrochen haben. Das kann schon sein, dass es Probleme gemacht hat. Jetzt liegen hier erstmal nur ein paar Einheiten rum. Und wir checken mal jetzt, wo der Zug ist, verdammte Axt. Zip. Der ist jetzt gleich da. Der kommt jetzt gleich. Und den stoppen wir nochmal kurz, dass wir erstmal sehen, ob hier sich noch mehr Einheiten ansammeln. Und dann werden wir den erst wieder losfahren lassen. Da kommt er. Stopp! Den halten wir an. So, und wenn ich jetzt doch nochmal mit dem ruhigen Kopf überlege, sage ich, check, der Zug wird doch hier komplett durchstechen. Bis ans hintere Ende. Wäre ja Quatsch, wenn er es nicht täte, gell? Liegt ja irgendwie auf der. Es wäre komplett der Fail. Das wird er machen. Also komm, wir lassen mal reinfahren. Ja. Wäre auch Quatsch, wenn er es anders täte. Mann. So. Und der fährt bis hier vorne hin. Wie verhält sich das denn hinten? Egal. Der steht hinten halt über. Okay. Haben wir das? Jetzt hat er die wenigen Einheiten mitgenommen. Und jetzt mache ich aber wirklich mal einen Videocut, um hier verdammt nochmal wirklich zu sehen, wie viele Einheiten wir jetzt hier wegkriegen, speichern können.
dass es wirklich mehr sind. So, also, wir können jetzt mal raufklicken, guck mal, alles klar. Lange Spitzkehre, lange bzw. umfangreiche Speicherkapazität von abgeladenen Gütern. Sind wir schlauer, machen wir es draus. Okay. So, was machen wir mit diesem bescheidenen Video jetzt? Bin natürlich völlig planlos, ratlos. Was machen wir hier jetzt? Das Ding ist ja jetzt tutto completo, richtig angelegt. Wisst ihr was, wir machen hier vorne einfach noch gerade das ein bisschen schick. Ist jetzt keine große Action. Hier fehlen auch Oberleitungsmasten, ein bisschen die Vegetation anders gestalten, sodass es einfach fürs Auge vernünftig wird, mindestens bis zum Tunnelportal. Allein das dauert ja schon wieder a long time for me und ja, das werden wir gerade noch machen. Und dann sage ich schon vorab, entschuldigt bitte dieses etwas sehr schwierige Video, gell? Ohne Fleiß kein Preis, ich fange mal gerade an. Ich setze mal als erstes noch fix a little bit Oberleitungsmasten, soweit wie nötig, soweit wie möglich. So, Oberleitungsmasten soweit gesetzt. Bevor ich es vergesse, ich habe doch eben noch dumm rumgefingert hier hinten, oder? Hier stimmt doch noch irgendwas nicht so richtig. 160er Gleise drin. Ich meine, das macht den Kohl jetzt nicht fett, aber können wir gerade noch auf die Schnelle ändern. Und zwar kommen da 100er mit einem 50er Mastabstand rein und schon wird ein Schuh draus. Perfekt. Haben wir das und dann gehe ich hier als erstes mal mit dem Texturpinsel rüber, unmittelbar links und rechts neben den Gleis. So, stellen wir hier vorne noch ein kleines Stellwerk hin oder eigentlich auf der anderen Seite. Irgendwie machen wir das hier vorne mit ran. Schaut vielleicht besser aus, irgendwas Kleines. Wir nehmen hier einfach das Stellwerk Schönweide vom lieben Mario Tator. Grüße gehen raus. Und das stellen wir einfach hier noch mit so ein bisschen ran. So, ich habe hier mal wild rumtexturiert und ein bisschen noch was am Flora probiert zu machen. Ja. Also ich kann eine Menge, aber ich kann halt kein Flora. Ich finde es schon mal abwechslungsreich, so wie ich es hier gestalte, aber schön finde ich es halt trotzdem nicht. Ich komme da einfach nicht so richtig ran. Ich könnte hier noch einen Trampelpfad reinmachen, Freunde. Mai, machen wir das noch. So, habe ich noch ein bisschen Trampelpfad mit eingefügt. Die Steine regen mich auf. Ich habe es noch nicht geschafft, die mal wegzunehmen. Nicht im einen Rutsch. Irgendwie komme ich da mit dem Befehl auch nicht klar, den ich hier anscheinend in der Konsole eingeben kann. Nun gut, zu das Ding. Jo, Freunde, ich glaube tatsächlich... Boah, hier geht der Trampelpfad aber ganz schön durch. Den müssen wir noch ein bisschen frei machen. So, jetzt lassen wir das so. Ich habe noch zwei kleine Anliegen in Ehren. Na, hier hinten müssen wir auch noch... So. So lassen wir das. Da ist gerade so ein Durchkommen. Wollen wir eine Bank hinstellen? Schiss drauf jetzt. Noch zwei Anliegen in Ehren. Wir hatten ja noch ein paar neue Gewässer hier hingebaut. Hier zum Beispiel. So, und zwar das hier wird der Gumbasee werden. Grüße gehen raus nach Wien an den lieben Gumba-Dad. Der hat sich das gewünscht. Und ja, das soll jetzt hier kein Reaktionsvideo werden. Aber mir lag es gerade irgendwie auf der Seele, das hier mal umzusetzen. So, und dann wagen wir gerade tatsächlich nochmal den Blick in Richtung Knödelpresse. Einfach mal schon vorab gemerkt. Die Baureihe 180 ist der liebe Lukas L. So. Das wäre schon mal wichtig, das war ihm wichtig, das war mir auch wichtig. Jetzt haben wir es, Freunde. Vielen Dank fürs Reinschalten. Entschuldigt dieses sehr dubiose Video. Schweinehund eben, Kornspeicher, Silo, wie ihr es auch immer nennen mögt, haben wir gefunden. Und wir haben hier hinten die Problematik mit den Spitzkehren behoben, die eigentlich keine Problematik seitens der Spitzkehren war, sondern eigentlich nur wieder die Unfähigkeit des Unwissens meinerseits. Und ihr seht es schon jetzt bei 466.
fängt an, die Spitzkehre ein Stück weit rumzumeckern. Da gibt es sicherlich noch weitere Mods, die ihr mir empfehlen könnt, um abermals die Speicherkapazität der Spitzkehre zu erhöhen. Was ich nicht machen möchte, ist eigentlich ja noch natürlich hier Bahnhofs-Speichergebäude mit links und rechts ranzubauen. Ja, müssen wir mal gucken. Aber allein schon mit den 450 Einheiten so in der Art und Weise kommen wir erstmal aus. Ich bin mir da echt sicher. 850. Ich sag das wieder so laut. Ich bin mir recht sicher, dass das noch irgendwie wird. Dass wir da noch eine bessere Lösung finden. So, hier nochmal gerade den hier angemacht. Dass wir genug Züge reinrasseln können. Fertig ist die Laube. Freunde, jetzt ist aber gut. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich natürlich auch über eure Likes und Kommentare. Auch wenn ich selbst weiß, dass es jetzt nicht das ultimative Video war. Selbst schuld, wenn ihr hier einfach reinklickt. Aber ja, ich war ganz nach dem Motto, ich filme eigentlich immer alles ab, was ich zocke. Möglichst alles im Onscreen zocken. Von daher war das gerade mal so mit in der Video-Durchrutschaufnahme dabei. Also, Freunde, nochmals, ja, danke. Ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt gesund. Ich freue mich aufs nächste reguläre und richtige Video mit euch und dann geht's wieder grundsolide weiter. Wir haben genug zu tun, allein schon hier noch auf der Logistik und Lieferkette des Getreides, der Lebensmittel sind wir noch bei Weitem nicht am Ende. Da wird es jetzt hier in Kürze ordentlich LKW-Verkehr noch geben im Norden, womit wir denn die nördliche Metropolregion abermals stärken und mit Lebensmitteln versorgen werden. Und damit der Städtewachstum explodieren wird, wir noch mehr Güter über die Gleise schicken werden, noch mehr Sims auf der Map auftauchen werden, die Performance noch weiter in den Keller rauschen wird und dann geht's halt so weiter. Macht's gut, ciao, ciao, baba, bis zum nächsten Video. Servus!